Ja, hallo, meine. Meine Lieben, und entschuldigt, dass ich hier so leise reden muss, aber ich nehme gerade auf. Live vom Schloss Schwarzstein, weil ich habe Mana-Durst, richtig Mana-Durst. Und man hat mir gesagt, dass es hier geheime Vorräte gibt. Nur da gerade die Flut ist, komme ich hier nicht zurück und ich nehme live vom Schloss aus auf. Und ja, es ist manchmal ein bisschen komische Stimmung hier. Man hört so Sachen und Gelache. Aber davon abgesehen, herzlich willkommen zurück hier beim Bonus Nummer 3. Und es geht um den dritten Schlüssel, den Mana-Schlüssel. Und der war ganz einfach zu finden. Hier ein kleiner Ausschnitt, wo ich ihn her habe. Ja, und zwar finden wir ihn bei Dumas nach dem Gefängnisausbruch. Wir müssen nur warten, bis die Brücke dort runtergelassen ist. Und schon können wir uns außen das Löchlein genau anschauen. Und da haben wir auch schon den Mana Key. Ja, wie ihr seht, war das ganz einfach zu finden. Und Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf zum Dojo, damit wir den Mana-Stein dort abgeben können. Mana-Stein ist auch gut. Übrigens habe ich ja auf Schloss Schwarzstein noch keine Mana-Vorräte gefunden. Ja. Warten Sie einen Augenblick. Haben Sie da einen heiligen Schlüssel? Nur der Auserwählte darf Sie haben. Möchten Sie sich den Prüfungen Toroas stellen oder unterziehen? Natürlich möchte ich das. Und let's go! Dann möge ihre Seele in der Geisterwelt zum Urteil versandt werden. Auf Nimmerwiedersehen! Was? Verschlucke ich mich hier beinahe? Was ist denn hier los? Haben wir die Schatzkammer des Königs geknackt? Oh, kann man das alles einsammeln? Oh, mein Schatz! Ich glaube nicht, dass es so schön wäre. So, was sagt denn die Hair Conditions? Vernichtung von Feinden. Okay. Was, nur einer? Ja, dann würde ich mal sagen, klatschen wir ihn gleich aus die Next Dimension. Hier, nimm das, Brigant, du ohne Verstand. Was? Was, wo, was soll das denn? Schon gewonnen? Moment. Das kann nicht ganz hinhauen. Prüfung überlebt. Anscheinend übersehen sie etwas. Bewahren sie den Glauben. Nein, wir müssen... Oh, hoffentlich kommen wir noch mal rein. Wir müssen doch immer solchen Prisma finden. Stimmt. Ach, verdammt. Da ist die Schwierigkeit drin. Kommen wir noch mal rein? Ja, zum Glück. Okay, dann gehen wir noch mal rein, würde ich sagen. Transform. Möge die Seele in der Geisterwelt... Ja, wir wissen's. Okay, dann werden wir... Ah, wie soll das funktionieren, bitte? Wir dürfen ihn praktisch nicht umklatschen, bis wir diesen Prisma gefunden haben. Okay, alles klar. Gut, was ich auch noch zeigen wollte. Ash ist Paragon geworden. Eleni ist Ninja geworden. Sarah ist Erzbischof geworden. Und Soha Enchanter. Die anderen haben es noch nicht geschafft. Okay, ja, das sieht ganz so aus, als müssten wir hier Truhen öffnen. Würde ich mal sagen. Dann fangen wir doch einfach mal hiermit an. Und schauen mal, was da drin ist. Surprise! Ja, was für ein Surprise. Ach, diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. Okay, ich sehe schon, was hier der Plan ist. Wir dürfen ihn nicht wegnehmen, beziehungsweise wegklatschen, bevor wir das Prisma haben. Wir müssen flüchten. Na, sehr schön. Das kann was werden. Okay. Gut, dann greifen wir mal an, würde ich sagen.
Mimik. Die sieht schon so komisch aus, die Truhe. Hier, nimm das. Jawoll. Haha. Unterschätze niemals Ninja Eleni. Dann machst du einiges verkehrt. Okay. Wir müssen theoretisch irgendwie flüchten. Fragt sich nur wie. Ob das alles funktioniert? Wir werden sehen. Oh. Okay, wir haben hier einen Haufen leckende Truhen. Das kann lustig werden. Wir müssen auf jeden Fall vor dem Briganten abhauen und so viel öffnen wie möglich, scheint mir. Okay, alles voller Mimiktruhen. Und ich möchte fast schon wetten, dass die Zieltruhe irgendwie ganz hinten ist. Oh, oh, oh. Okay, wir könnten höchstens eins machen. Falls das möglich ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Dann haben wir etwas Zeit. Wir spellbinden ihn einfach. Nein. Das war fies. Das war nicht gut. Jetzt wird er uns angreifen. Aber wenn wir ihn spellbinden können, haben wir schon mal einen guten Vorsprung. So, ich weiß nicht, ob das Huxley alleine schafft, die Truhe. Deswegen geben wir ihm mit Sarah mal Bless Weapon und machen seinen Angriff etwas erhöhen. Bless Weapon! Yeah! Bam! So, das sollte jetzt funktionieren. Hoffe ich. Okay. So, dann weg mit der Truhe. Und tschüss. Okay. What a lick. Okay, ich nehme an, wir haben schon falsch angefangen, möchte ich fast schon behaupten. Er bekommt einen Hit und hat somit... wahrscheinlich schon ein bisschen Schaden. Nee. Wir, bevor wir das später sowieso vielleicht nochmal machen müssen, starten wir nochmal von Anfang und lassen das mit dem Spellbinden und flüchten viel eher. So, okay. Mimik, erscheine und zeig mir deine hässliche Fresse. Okay. Und falls ihr euch wundert, die Geister aus dem Schloss, wo ich gerade bin, die schauen hier mit zu und sind ganz still. Sie sind total konzentriert. Los, Eleni, mach die Kiste alle. Yeah. Super. Gefällt mir richtig. Okay, wir müssen immer irgendwie an zwei Seiten rankommen. Das wäre das Beste. Dann öffnen wir die Truhe mit Dolan. Und aus dem Rauch erscheint eine weitere lickende Truhe. So, mit Grog kommen wir nicht ran. Ich. Ja, wird diese öffnen. Hör auf damit! Bam! Okay. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Wir müssen jetzt echt irgendwie flüchten und schauen, dass wir einen guten Weg finden, ohne ihn wegzubächen. Okay. Dolan, Grog kann nicht so weit laufen. Wäre vielleicht nicht so klug, ihn jetzt schon am Anfang hier als Truheaufmacher zu nehmen, weil wir haben ja den Briganten im Rücken. So, mach bitte mal die Truhe auf. Grog kann trotzdem eigentlich sehr gerne einen Drink trotzdem noch sehr gut treffen.
Okay, und ich möchte fast sagen, kommen wir hier noch irgendwo mit irgendwem ran? Ja, kommen wir. Sehr schön. So, Sarah, mach bitte die Truhe auf. Vielleicht ist ja da sogar was drin. Nein, natürlich nicht. Schade, dass wir nicht wissen, welche Truhe. Dann könnte man es beschleunigen. So, Zohar. Ja, mit dem Haar. Wenn du hier jetzt dein Face-Schiff machst, müsstest du nicht alle treffen. Okay. Dann musst du vielleicht hier hingehen. Geht's von da? Nein, wir müssen noch eins runter. Okay, hier müsste es funktionieren. Ja! Face-Shift! Oh, oh. Nein! Oh. Ich habe jetzt mit mehr Schaden gerechnet. Okay. Gut, das ist jetzt nicht so schön. Zudem müssen wir weiter vor. Okay. Dann helfen wir ein bisschen mit den Bogentypen. Ja, nice. Ja, das Baguette hat ihm nicht geschmeckt. Diego, alter Kumpel, so. Mach ihn mal bitte noch weg hier. Ah, oh. 66 nur. Das könnte jetzt schon wieder ein bisschen eng werden. Wie weit kann er denn laufen? Okay, wir haben einen minimalen Vorsprung. Okay, wo kann er hin? Er kann die Truhe noch mit wegstoßen. Dann machen wir das. Hier, schau mal, mein Tango. Und schau genau hin. Nice. Okay. So, wir sind out of turns. Dann lassen wir die anderen mal ran. Bitteschön. Ja. Okay, wo gehst du hin? Du gehst auf Huxley, sag mal. Na, sag mal. Oh, oh, oh. Ha! Hast du nochmal Glück gehabt? Du grüne, stinkende Truhe. Ja, Mimik. Viele von uns stehen nicht auf Rumgelecke. Das müsstest du auch mal irgendwie beherzigen. Okay, und jetzt kriegen wir schon ein Problem. Ah, wir müssen uns auf jeden Fall aufteilen. Sie hat 12. 23, okay. Zoha macht ungefähr 42 Schaden. Dann werden wir die beiden jetzt wegstoßen. Und die anderen gehen bitte weiter. Eleni schaut mal hier rein. Vielleicht haben wir ja hier sogar unser Prisma. Wer weiß. Nein. Zoha kommt bis da. Dann machen wir mal die hier auf. So, haben wir hier was Schickes? Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, was hier zu finden ist. Vielleicht nicht nur das Prisma. Vielleicht sind manche Truhen auch wertvoll. Das kann man ja nie so direkt wissen. Okay. Wir müssen uns einfach nur verteilen, denke ich mal. Dass wir hier so viel wie möglich... Ah, ich weiß nicht, wem er fixiert hat. Das ist es. Gut, dann gehen wir jetzt mit Zoha so weit vor, wie wir können. Und werden nochmal unser Face-Shift zur Geltung bringen. Nein! Treffen wir jetzt den Briganten? Bitte nicht. Oh, 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 oh. Bitte nicht, bitte nicht. Ja? Ja? Nein! Okay, okay. Das müssen wir irgendwie kompensieren, irgendwie anders. Wie weit kann er denn laufen?
kommt bis da, okay. Gut, wir verteilen uns weiterhin. Am besten so weit wie möglich. So, kannst du irgendwie auf irgendwas schießen von hier? Nein, kann er natürlich nicht. Also, Grog geht bitte auch mit nach vorne. Es gibt hier definitiv ein paar Leute, die der Brigand nicht angreifen sollte, sonst liegt er gleich im Dreck. Dazu gehört natürlich auch Ash. So, er geht mit nach vorne. Schön weit entfernt von den Penner. So, kann er? Nein, kann er nicht. Ja. Dann gehen wir halt hier lang. Und er kann die Truhe noch anhitten. Wird aber vielleicht gar nicht so viel bringen. Oder er macht die Truhe schon mal auf. Ja. Machen wir schon mal auf, die Truhe. Komm, zeig uns deinen... Ja, Schatz, wollte ich gerade sagen. Ach, stattdessen kommt da so eine grüne... Ja, lasche Dampfgurkel. Mit Knoblauch. Okay. Was machst du, Brigant? Er hat sich schon jemanden ausgesucht, wie es ausschaut. Ah! Na sag mal! Halt! Bam! Was hast du davon, du Mistvieh? Spellbein wäre jetzt echt super, wenn das klappen könnte. Ja, nimm das. Au! Ja, frisst das doppelten Schaden. Nicht so eine halbe Lasche Dampfgurke wie du. Okay, wo kann er hin? Er will wohl auf Diego gehen, wie es ausschaut. Warte mal, wenn er jetzt da lang kann, kommt er da nicht ran. Wir nehmen mal Zoha und checken ab, ob wir ihn doch nicht spellbinden können. Oh, verdammt. Bis dahin kommt er. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Und spellbinden ihn. Versuchen. Bitte. Bitte. Spellbinden. Und? Ja! Super. Super nice. Das gibt uns ein, zwei Runden Aufschub. Somit können wir... Ja, nehmen wir die Truhe erstmal weg mit Diego. Ja, schöne Grüße. Grüße vom Archer Club gegen widerliche Dampfgurken. Okay, so, dann nehmen wir mal Grog hier. Nein, nicht mit einem Item. Attack. Ja, friss leider. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, Grog. Übersetzt mir das dann mal später nochmal. Okay, Ash geht auch mit weiter nach vorne. Darius, du schaust mal bitte hier rein. Was haben wir denn da? Ha! Mimik. Vielleicht ist der Prisma auch random versteckt und nicht jede Runde gleich. Das weiß man ja auch nicht. Ja, es kann sein, muss aber nicht. So, wir gehen hier mit lang. Zoa hat seinen Job getan. Ja. Wir machen nochmal mit Armand de Baguette. Mund auf. Tja, das war kein Baguette, das war ein angemaltes Kohlebrikett. So, mach mal die Truhe auf hier. Komm, gib mal ein bisschen Glitzer, Glitzer. Nein. So eine Art, so, ich weiß gar nicht, was das sein soll irgendwie. Vielleicht hat sich da jemand in der Truhe versteckt und kommt dann nicht mehr raus oder sowas. So, Dolan kann so eine Truhe, glaube ich, noch nicht one-hitten. Das machen wir mit Eleni.
Friss das! Bam! Ja, sie dreht diese Teile schon so schnell, dass Lichtgeschwindigkeit auch nicht mehr mithalten kann. So, Grog, mein Freund, du gehst weiter nach vorne. Okay, ist noch jemand dran? Nein, wir sind out of turn. Ihr seid dran. Das war wohl nix. Oh, ja. Darius. Nice. Okay, die Paralyse hält noch. Wir werden uns jetzt etwas entfernen. So, da ist alles gehittet. Hier können wir weiter. Sehr schön. Dolan, kommst du an die... Nein, natürlich nicht. Dann geh bitte mal hier lang. So, wir müssen auch ein bisschen die Energie im Auge behalten. So, dann mach mal bitte auf. Ja. Natürlich. Mimik. Okay. So viele Truhen sind es auch nicht mehr. Ich würde erstmal diese Gewürzgurke hier schälen. Ah, 12 HP, naja. Bam! So, Darius. Schau mal bitte hier rein. Vielleicht haben wir hier unser Prisma. Na? Ja! Woll, Mana P. Super. Natürlich könnten wir jetzt auch noch alles so ein bisschen aufmachen. Ich glaube, das machen wir sogar. Es gibt ja auch Erfahrung. Und wie gesagt, hier kann ja noch irgendwas anderes sein. Das müssen ja nicht nur Mimik sein. Hoffe ich. Daher vertraue ich einfach mal, dass sie hier irgendwo noch ein nettes Item reingepackt haben. Und was mich stört, die Bogenschützen können die Truhen nicht angreifen. Das finde ich jetzt nicht so knorke. So, schauen wir doch mal hier rein. Nein. Attack. Mimik, natürlich. Natürlich. So, wer war noch nicht dran? Grog, ein bisschen weiter. Und Armand de Baguette. Gut, dann seid ihr dran. Und Paralyse weg. Nein, sie hält noch. Das hält, das hält. Ja, nee, 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 nee. Du nicht. Ha. Schön Gurkensalat. Das wäre auch mal was Schönes. Das halte ich für einen Fehler. Oh! Hat er sich doch noch ein bisschen in Deckung begeben? Dieser Drecksack. Du leckst wirklich unseren Wächter. Ist das dein Ernst? Okay. Schön. So, wer steht denn hier noch kurz vor 20? Wem können wir denn hier noch mitnehmen? 17, 18. 17, 18, 17, 17, okay, eigentlich alle so ein bisschen. Na, egal, dann machen wir weiter Truhen auf. Das war der Krallentango. Und Mimik, natürlich, natürlich. Grog, kommst du da hin? Nein, kommst du nicht. Okay. Tja, dann wird Darius den Move machen. Nein. Nein, was krieg ich? Nein! Attack! Genau. Und genau reinzielen. Bam! Tja, das hat genau getroffen. Und was trifft, das tut auch weh. So, haben wir hier noch ein nettes Item? Komm schon, komm schon. Komm schon, gib mir Item.
irgendwas Cooles. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir wollen ja nicht, dass er uns angreift. Ja, das gefällt dir, ha? Das gefällt dir, ha? Dolan, okay, Dolan muss geheilt werden. Eleni? Klappt das mit Healing Circle? Nein. Er greift bestimmt Dolan an. Dann geben wir ihn Perfect Guard und schon wird's. Hiya! Perfect Guard! Nice. So, Perfect Guard gibt denjenigen nämlich die Möglichkeit zu blocken. Er wird auf jeden Fall blocken, egal ob er von hinten angegriffen wird oder nicht. Den ersten Hit blockt er. Okay, wir hätten auch heilen können. Aber jetzt wollen wir das Blocken auch sehen, weil 30 Mana kostet das, glaube ich. Dann wollen wir das natürlich auch sehen. Nein, wenn wir die jetzt aufmachen, kommt da einer raus. Moment, kommt Grob dann ran? Nein. Okay, dann lassen wir das erstmal. Gehen noch weiter vor. Magic. Was können wir hier machen? 62 hat er. Ja, komm, nehmen wir noch mal Roman Fire. Feuerwerk! Ha! Natürlich alles andere als romantisch. Okay, na gut. Dann wird... Ach ja, geht ja nicht. 51. Ja. Ach, lassen wir ihn einfach angreifen. Okay, dann haben wir nur noch Dolan. Ja, ob er 54 abzieht, weiß ich nicht. Wir lassen einfach den Perfect Guard mal für sich sprechen. Und schauen uns das mal an. Wie schön man auch von hinten blocken kann. Oh, bist du aus deinem Schlummer erwacht? Du Penner! Ja, nix da. Bam. Okay, es hätte doch gereicht. Tja, der Perfect Guard. Nein. Ach, verdammt. Okay, okay. Huxley ist in Gefahr. Bitte blocke, komm, blocke. Blocke! Nein! Ich muss einen strategischen Rückzug antreten. Da! Okay, das habe ich jetzt übersehen. Und das gibt Rache. Das ist schon mal klar. Das ist auf jeden Fall klar. Noch klarer als klar. Gut, dann hauen wir erstmal ein bisschen Heal raus. Ultra Heal. Eleni ist noch voll. Ja. Ultra Heal! Der Stab von Sarah sieht gut aus. So ein Riesenkreuz. Ich glaube, das würde alleine schon genug Schaden machen. So, nehmen wir die Tro noch mit. Ha! Natürlich. Ja. So machen wir Dietro noch auf. Hier ist auch Mimik. Lasst mich raten. Ja, natürlich. Natürlich. Okay, 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 okay. So, mit ihnen müssen wir weiter vor. Da ist alles offen. Ja, okay. Grog, kommst du da ran? Ja, sehr schön. Obwohl... Können wir gleich die Truhe noch aufmachen? Ja? Komm, lass doch hier was Blinkendes. Nein. Gibt es hier vielleicht echt nur ein Prisma und alles Mimics? Wäre schade. So, da ist nichts mehr. Da werden wir uns jetzt direkt hier irgendwie reinstellen, damit hier alle ein bisschen was von haben. Nein!
kann ja gar nicht mehr. Verdammt. Roman Fire. Okay, das trifft auch nur ein. Nicht so der Bringer. Magic. Tja, keine Ahnung. Nein. Dann gehen wir doch hier hin. Und geben ihm nächste Runde Charge. Von Sarah. Magieaufladung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, seit wann soll Lecken und Stern, hä? Nur am Rumlutschen. So, Darius. Mach mal ihn weg hier. Bitte. Jawohl. So. Grock geht weiter. Schaut sich ein bisschen hier die Next Dimension an. So, und das war's auch schon wieder für diesen Zug. Du kommst sowieso nicht so weit. Und weiter geht's. Och, geil wäre es, wenn natürlich hier noch ein schöner Schatz wäre. Ich hoffe ja noch dran. Dran, drauf, genau. Ich glaube, wir haben auch nur noch eine Truhe. Kann das sein? So, was machst du? Okay. Ihr seht, die Truhen bevorzugen es, unsere männlichen Freunde hier anzulutschen. Warum auch immer. Oh, das ist ein Fehler. Clint steht da gar nicht drauf. Ja, nein! Eine Riesenaxt blocken, ist klar. Ist klar. So, okay. Nein. Sarah, macht bitte die Truhe auf. Die letzte, komm. Da muss jetzt irgendwas Schönes drin sein. Bing, bling. Bitte. Fuck. Fuck. Naja, okay, was soll's. Was soll's. Dann werden wir die Truhen jetzt weghitten. Ja. Kriegen wir wenigstens noch etwas Geld, denke ich mal, wenn wir alle Truhen mitgenommen haben. Action Attack. Ja, da kannst du gar nicht ausweichen. So, die letzte Truhe. Wer macht das? Dolan? Amon? Ja, mach Dolan. So, dafür, dass sie Dolan geleckt hat, wird er sie wegstoßen. Sehr schön. Okay. So, dann fehlt ja nur noch dieser Knecht dort. Ja, würden wir rankommen? Kommen wir auch damit ran? Vergiften ihn mal, falls es klappt. Poison Cloud! Nice! So hittet er sich selber wahrscheinlich. Hier, bitteschön. Ja, das Rest wird der Gift. Das Gift machen. Okay. Nice gemacht. Und tschüss. Super. Wie bitte? 10 Gold pro Truhe? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das hat absolut null gebracht für uns vom Goldstandpunkt her. Aber wir haben den dritten Schlüssel, den Mana Key, auch bekommen. Und wenn ihr wieder Lust habt, seid auch bei dem vierten Schlüssel mit bei. Bis dann, meine Freunde. Ciao.